Die haben wir erstmal in die Ukraine vertrieben. Dann gehen wir gleich noch dorthin, um die anderen zu vertreiben. Gleichzeitig hätte ich gern noch bessere Beziehungen mit Böhmen. So, und was war noch? Ein Missionar, glaube ich, war frei. Dann können wir ja wieder irgendwas missionieren. Danzig. Oder nein, schauen wir uns das lieber in der Missionarsübersichtskarten-Dings hier an. Hrodna. Warum nicht? Das wäre dann hier. Okay. So, jetzt vernichten wir noch kurz die andere Revolte. Beziehungen verbessern mit Böhmen bringt offensichtlich nicht mehr allzu viel. Dann passen wir weiterhin auf, auch wirklich gute Beziehungen mit Österreich zu behalten. Yay, religiöses Chaos wird entfernt und wir erhalten noch einmal eine Stabilität. Warte mal, können wir irgendwas tun, das uns eine Stabilität kostet, aber das ich eigentlich schon länger gerne tun wollte? Ich glaube eigentlich leider nicht, von dem her. Nein, mir fällt nichts ein. Also, immerhin ist religiöses Chaos entfernt. Das bringt vielleicht finanziell ein bisschen was. Und ja, wir brauchen ja eh Geld. So, ich vernichte das bitte kurz hier, diese Rebellen. Danke. Dann dürft ihr zurückkehren nach Ostpreußen. Und werden uns hier schon wieder die nächsten Rebellen geschickt? Na wunderbar. Okay, also nochmal ein Kampf gegen Rebellen, warum auch nicht. Wow, monatliches Plus ist dann schon wieder um einiges gewachsen. Nett. Wenn wir jetzt der Armee nicht mehr ganz so viel zahlen würden. Aber das tun wir natürlich noch, solange wir... oh, wir könnten auch direkt von hier... Nein, warte, dann hätten wir den River Crossing Penalty. Also lieber nicht. Das war die Pfalz irgendwas, die Hanse irgendwas. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, ich habe auch gar keine Diplomaten dazu zur Verfügung. Oh, unsere Moral war noch so niedrig. Verdammt. Da hätte ich drauf achten sollen. Na egal, wir haben gewonnen. Trotzdem. Und er geht nach Vizna. Und damit sind diese Rebellen auch vernichtet. Einer unserer Diplomaten ist wieder da. Gut. Können wir hier irgendwas... Nein, Österreich wäre erstmal wichtiger. Eine Garantie proklamieren. Naja, Österreich ist stark genug. Also außer Beziehungen verbessern sehe ich hier nichts, was sinnvoll wäre. Gut. In Marienburg einen Agenten entdeckt. Ja. Okay. Bis später. Und wir schicken schon wieder den nächsten Missionar nach Ostpreußen. Wow, Schweden wird schon langsam echt bedrohlich. Also von allen Nationen, glaube ich, zumindest flächenmäßig die größte derzeit, die wir sehen können. Was ist ihr Maximum an Truppen jetzt? 36 und unseres ist bei 38. Also einen leichten Vorsprung haben wir noch. Aber nachdem Schweden, glaube ich, auch unsere Rivale ist... Ja, ist unsere Rivale. Die Beziehungsverbesserung wird sich hoffentlich was bringen. Also, ich sage mal nur so viel. Gut, und mit dem anderen Diplomaten. Moskau wäre natürlich ein nützlicher Verbündeter gegen Schweden. Wenn wir Moskau wieder auf unsere Seite bringen könnten, wäre das schon sehr gut. Und wir können uns diplomatische Technologie Level 11 leisten. Dadurch bekommen wir plus 100 Kolonialreichweite. Und können dann Kanäle und Schiffswerften bauen. Wobei vor allem die Kanäle einiges bringen.
Aber natürlich wäre mir es lieber, wenn wir einfach mal die administrative Technologie steigern könnten. Da sind wir aber gar nicht mehr so weit weg. Oh, und militärische Technologie können wir auch gleich noch steigern. Wir wollen ja technologisch nicht zurückfallen. Ja, inzwischen sind wir so nur noch ein bisschen unter dem Durchschnitt der westlichen Nationen. Natürlich haben aber auch wir gerade getaggt und es wird lange dauern, bis wir wieder höher da steigen können. So. Das brauche ich eigentlich gar nicht und außerdem würde es administrative Punkte kosten, von dem her nein. Gut. Und wir sparen natürlich weiter auf eine Mark. Oh, und wir haben jetzt auch überlegene Einheitentypen. Ich weiß nicht, ob wir die vorher auch schon hatten. Mir ist das jetzt erst aufgefallen. Wir können jetzt die Galor gleich, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, Infanterie auf jeden Fall übernehmen. Hat sich dadurch der Sprite geändert? Vielleicht nochmal kurz ans Monatsende warten. Nein. Und endlich dürfen wir auch wieder eine Mission übernehmen, und zwar... Lublin ist im Besitz von Deutscher Orden. Wo liegt Lublin? Hier. Das wäre durchaus schaffbar. So, repariert die Beziehungen mit Schweden. Oh. Jo. Das machen wir. Also, wir werden uns jetzt lange und viel darauf konzentrieren, dass Schweden uns einigermaßen mag. Kann ich noch irgendwas tun, was diese Beziehung verbessern würde? Bündnis gegen sie beitreten will ich natürlich nicht. Ich könnte einem Bündnis gegen Polen oder so mal beitreten. Falls es eines gibt. Nein. Gegen die Ukraine auch nicht, gegen euch auch nicht, gegen euch auch nicht, gegen euch auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ja, gibt's anscheinend hier nirgends. Nein, nur gegen Schweden wäre das möglich. Und ja, das will ich eigentlich nicht unbedingt, da ich ja gerade dabei bin, die Beziehungen zu verbessern. Okay, Entscheidung, Pommerns Meinung über Deutschen Orden wird um plus 20 geändert und ich bekomme 5 Jahre lang 10% mehr Steuern oder die hassen mich. Naja, wenn wir gerade schon so alle mögen uns machen sind, dann können wir auch mit Pommern gute Beziehungen haben und vor allem bekommen wir dadurch auch ein Stückchen Geld, was auch ganz nützlich ist. Von dem her nett. Ja, und wir sind nicht mehr so weit weg von der Mark. Okay. Erstmal, wir können wieder irgendeine Technologie, nämlich endlich die administrative, erhöhen. Tun wir natürlich sofort. Was bekommen wir dadurch? Produktionseffizienz plus 10%. Sehr nett. Gut. Und die Hanse ruft uns zweimal in den Krieg. Dann sehen wir mal, mit wem allen sie sich im Krieg befinden. Okay, mit jeder Menge Leute. Wobei davon Brandenburg für mich ein interessanter Vasall wäre. Wobei ich aber eigentlich nicht glaube, dass sie klein genug sind, um vassalisiert werden zu können. So. Konflikt gegen Friesland. Also der eine Kriegsleiter ist Friesland. Und nochmal Friesland. Uff. Also auf der einen Seite hat uns die Hanse ja schon einmal den Hintern gerettet. Zuvor bei den Rebellen. Auf der anderen Seite sind sie nicht eine besonders starke Nation und ich würde schon eben viele Männer verlieren in diesem Krieg. Aber trotzdem bleiben wir unseren Verbündeten jetzt mal treu. Außerdem will ich nicht 50 Prestige verlieren und akzeptieren und ja, akzeptieren gleich nochmal. Gut. Der Armee werde ich dann natürlich entsprechend wieder viel zahlen, genauso der Flotte. Und wir stellen uns einfach mal defensiv in Neumark auf. Fürs Erste. Ja. Gibt es hier sonst noch was zu tun? Keine Ahnung. Egal, gehen wir einfach mal dorthin. Gut, da können wir eigentlich gleich mithelfen in der Schlacht. Da der gegnerische Führer in diesem Krieg Friesland ist, ist für mich eigentlich nichts Interessantes zu holen. Weil ich ja mit Brandenburg nicht mal verhandeln kann. Oder kann ich? Wartet, bin ich Kriegsleiter? Das ändert vieles. Dann wird der Krieg auf einmal wieder ein interessanter Krieg. Oh, wartet kurz, ich muss kurz was erledigen. So, ich bin wieder da, hallo.
Ja. Gut, ich will natürlich nachsehen, wäre es möglich, euch zu einem Vasallen... Was? Die Gesamtkosten ihrer Provinzen sind 295. Wow. Das ist viel. Okay. Entschuldigung, dass ich gerade noch so... Ich war gerade unterwegs am Rehe verscheuchen, weil ein paar Rehe mein Grundstück betreten haben und, naja, ich habe auch Hunde und da ist es dann immer klüger, wenn ich selbst die Rehe verscheuche, weil ich das wesentlich friedlicher mache, als meine Hunde das machen würden. Und man will ja kein Blut vergießen im eigenen Garten. So. Tribut fordern. Wäre das gar nicht möglich? Was zum Teufel? Wartet, habe ich vorher vielleicht geschaut, was es kosten würde, wenn ich mich zu ihrem Vasall mache? Wieso kann ich sie denn gar nicht zu einem Vasallen machen? Okay, das macht den Krieg dann wieder wesentlich weniger interessant. Wenn wir hier nämlich sehen, die Gebiete hier liegen alle im Heiligen Römischen Reich. Von ihm her könnte ich die eigentlich ja dann gar nicht fordern. Das wäre möglich. Okay, man kann also nur den gegnerischen Kriegsleiter zu einem Vasallen machen. Gut, wäre Friesland ein interessanter Kandidat für eine Vasallisierung? Eigentlich eher weniger. Sie liegen nämlich recht weit von meinen eigenen Gebieten weg. Ihre Flotte ist jetzt auch nicht gerade so die mega starke. Und ja, recht stark sind sie auch insgesamt nicht. Von dem her, was wollen wir in diesem Krieg dann erreichen? Keine Ahnung, eine Stärkung des Hansebundes wäre vermutlich auch ganz nett. Also einen Verbündeten zu stärken. Kann man ja durchaus mal machen. So. Was seid ihr? Katholische Fanatiker? Gleich nicht mehr. Oh, das gibt jetzt viel River Crossing. So, aber weg sind sie. Aha, Konst 14 spielt Crisis 2 Maximum Edition. Sehr interessant. Gut, hier lassen wir wieder einen Belagerer zurück und dann marschieren wir dort rüber. Beziehungsweise erstmal verteidigen wir jetzt mit dieser Armee die Gebiete von Deutschen Orden, von der Hanse. Ich bin auch so blöd. So, ihr könnt mal nach Lübeck marschieren und die 5 Leute dort. Okay, müsst ihr gar nicht. Egal, dann fangen wir sie hier ab. Und die Schlacht ist gewonnen. Und die fliehen nach Hannover. Und sind vernichtet. Sehr gut. Oh, hier drüben Bremen ist auch noch ein Gebiet des Hansebundes. Friesland will einen weißen Frieden? Nein, würde mir sogar schon Geld geben. Aber das will ich nicht. Ich will mehr. Ja. Dort gehen wir dann hin, wenn unsere Truppen hier wieder einigermaßen versammelt sind. Also wenn die ganzen Schlachten gewonnen sind und so weiter. Und wir sind nur noch knapp davon entfernt, die Mark fertigzustellen. So, Potsdam ist gewonnen. Dann könnt ihr schon mal hier irgendwo hingehen. Anhalt. Gut, wenn sie jetzt hier drüben irgendwas angreifen gehen, werde ich ihnen natürlich dabei helfen. Oh! Oder ich werde mir selber helfen. Sind meine Truppen ganz vernichtet worden?
Immerhin das nicht. Müsste wirklich bis nach Danzig marschieren. Naja. So. Bitte wieder eine Belagerungsarmee abspalten und dorthin gehen. Und ihr dürft dann auch bald wieder zurückkehren. Und eigentlich wollte ich ja meinen Verbündeten helfen, aber naja. War ja alles nicht so gut getimed. So, jetzt ist es auch schon zu spät. Wir können uns wirklich einfach mal in Bremen stationieren. Hey, und hier haben wir die Belagerung des Deutsch... Ja, ich sage immer Deutsche Orden. Von Brandenburg ist abgeschlossen. Ihr marschiert bitte alle nach Bremen, wo auch ihr hinmarschiert. Auch hoffentlich geht eh niemand von euch durch dieses Gebiet mit Rebellen durch. Nein, hat keiner vor. Sehr gut. Ja, und euch können wir wirklich nicht zu einem Vasallen machen. Tribut fordern. Hier. Handelseinfluss übertragen. Glaube ich nicht, dass so viel bringen würde. Altmark an Köln abgeben. Oder die Kernprovinz eigentlich nur aufgeben. Ja, wäre es auch nicht so viel mir wert. Okay, wir hätten sie auch nicht zu einem Vasallen machen können, weil das hier zu teuer ist. Gut, und ich will aber auch keine Provinz...